Ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es darum, wie man einen Imagefilm dreht. Viel Spaß! Ja, grüßt euch Leute, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles hauptsächlich ums Filmmaking, Tutorials, aber auch um Technik-Reviews. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Danke! Und herzlich willkommen zu meiner fünfteiligen Serie, wo es um das ganze Thema, wie man einen Imagefilm dreht, produziert. In den vorherigen Folgen haben wir darüber gesprochen, wie man zuerst Kundenaufträge gewinnt, wie man einen Imagefilm plant. Wenn ihr das also verpasst habt, schaut euch einfach die anderen Folgen an. Dazu gibt es auch eine Playlist. Wenn ihr die nachfolgenden nicht mehr verpassen wollt, einfach die Glocke drücken, dann werdet ihr auch informiert, wenn die nächsten Episoden rauskommen. So, heute geht es darum, wie man einen Imagefilm dreht. Wir haben ja zuvor darüber gesprochen, wie man das ganze Ding plant. Plan ist wirklich A und O. Ich empfehle euch Storyboard, je nachdem wie groß der Auftrag ist, macht schon Sinn. Aber in manchen Fällen, wo es ein kleinerer Auftrag ist für ein Unternehmen, macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn. Aber was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Shotlist. Das könnt ihr euch einfach am Telefon machen, dass ihr weißt, okay, ich brauche einen Wide Shot, ich brauche einen Medium Shot, ich brauche einen Close-Up und so weiter und so fort. Damit ihr dann wirklich nach der Liste arbeiten könnt und einfach abhacken könnt, dass ihr euch vorher wirklich Gedanken macht, was brauche ich, dafür wirklich eine Shotlist erstellen. Würde ich jetzt noch zum Thema Planung mit dazu zählen, ist aber beim Drehen wirklich unheimlich wichtig. Und das bringt mich auch zum Thema Coverage, also wie viel Material brauche ich wirklich. Und ich persönlich gehe immer so vor, dass ich von jeder Szene wirklich einen Wide Shot habe, also eine sehr weite Aufnahme, ein Medium Shot und noch ein Close-Up. Also zumindest die drei. Wenn ich dann noch Zeit habe, dann versuche ich nochmal von den jeweiligen Sachen nochmal ein paar andere Perspektiven zu machen, einfach ein bisschen rumexperimentieren. Denn je mehr ihr am Ende habt, woraus ihr ausführen könnt, desto besser ist es am Ende einfach auch. Es ist wirklich schlimm, wenn ihr einfach zu wenig habt und dann am Ende irgendwie dem Kunden sagen müsst, oh, wir müssten die eine Szene nochmal reshooten, da habe ich nicht oft genug gefilmt. Das wollt ihr wirklich vermeiden. Dann kommen wir zum ganzen Thema A-Roll und auch B-Roll. Das hängt so ein bisschen damit zusammen. A-Roll ist natürlich das, was hauptsächlich eure Story erzählt. Die Perspektive des Mitarbeiters oder die Prozesse, die ihr dort zeigt und so weiter und so fort, die wirklich letztendlich die Story dieses Films, was wir im vorherigen Video besprochen haben, was ihr euch da ausgedacht habt, was das erzählt. Also A-Roll ist wirklich das Wichtigste. B-Roll auf der anderen Seite ist aber auch nicht zu vernachlässigen und sowas werdet ihr immer brauchen, um zum Beispiel verschiedene A-Roll-Clips da überzublenden. Das können zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Aufnahmen von irgendwelchen Details sein, das Unternehmenslogo, irgendwelche Werkzeuge, mit denen die arbeiten, was auch immer. Also Details, die jetzt nicht explizit zur Story dazuzählen, aber halt im ganzen Konzept einfach unheimlich wichtig sind. Und vom B-Roll solltet ihr halt auch jede Menge haben, damit ihr einfach wirklich dann am Ende wirklich einen guten Mix habt, damit ihr dann am Ende das wirklich gut die Story erzählen könnt. B-Roll ist zum Beispiel auch ganz klassisch, was wir jetzt hier machen. Ich sitze vor der Kamera, Talking Head Szene und immer passend zu dem, was ich erzähle, wird dann eben was eingeblendet. Das ist ganz klassisch B-Roll. Wenn ihr also jemanden habt im Unternehmen, eine Talking Head Sequenz, also Interview, und dann ist es halt auch wichtig, dass ihr B-Roll habt, wenn ihr dann sagt, ja, unsere Mitarbeiter, die arbeiten strikt nach dieser Norm und machen das so und so und sind da sehr viel auf Präzision getrimmt, dann wäre es halt auch super, wenn ihr gerade in dem Moment dann irgendwie eine Szene einblendet, wo gezeigt wird, wie präzise die Mitarbeiter arbeiten. Das wäre dann auch klassischerweise B-Roll. Also B-Roll wirklich, A-Roll dann in der Szene, der Mitarbeiter, der spricht oder die Talking Head Sequence, B-Roll, dann die passende Visualisierung dazu und das gibt dem Imagefilm einfach so viel mehr, wie soll ich sagen, Volumen und so viel mehr Abwechslung im Bild. Andersrum, wenn es jetzt nur die eine Szene ist, wird es für den Zuschauer halt auch irgendwann langweilig und B-Roll lockert das Ganze halt eben nochmal so ein bisschen ab. So, dann kommen wir aber auch noch zum Thema Equipment. Was für Equipment werdet ihr brauchen? Wenn es euer erster Imagefilm ist, würde ich euch empfehlen, filmt mit dem Equipment, was ihr habt, mit dem ihr euch wohlfühlt, das ihr auch gut kennt. Wenn es jetzt eine wirklich größere Produktion ist und ihr seht, als ihr die Location begangen habt, ne, haben wir auch im letzten Video besprochen,
Da wird es Szenen geben, da brauche ich wirklich sehr viel Dynamikumfang. Meine DSLR hat es nicht, müsste ich mir irgendeine Kamera mieten. Wenn ihr eine Kamera mietet, dann, wie gesagt, es muss schon vorher geplant sein, dass ihr das auch mit ins Budget mit einkalkuliert. Nicht, dass ihr am Ende drauf zahlt, wenn ihr dann euch irgendwie eine Red oder irgendwie eine Canon Cinema Kamera oder sowas euch ausleiht. Nehmt euch da eine Kamera, für die ihr euch interessiert. Dann habt ihr schon mal den Vorteil, dass wenn ihr euch die später irgendwann mal kauft, dass ihr damit schon mal gearbeitet habt. Dann zum nächsten Thema. Die Kamera sollte möglichst schon ein, zwei Tage vorher bei euch eintreffen, nicht direkt am ersten Shooting-Tag, damit ihr auch wirklich erstmal Zeit habt, wie man mit dem Ding arbeitet. Dass ihr vorher euch mal zwei Tage Zeit nehmt, okay, da kann ich ISO einstellen, kann ich Weißabgleich einstellen, was auch immer. Einfach euch mit der Kamera ein bisschen vertraut machen, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr dort am Set steht. Die Mitarbeiter, Schauspieler warten und ihr steht dann da, ich weiß nicht, wie das Ding angeht. So. Also blöd gesagt, ne? Also wirklich schaut, dass ihr euch mit der Kamera vertraut macht. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn ihr dann das ganze Ding geschossen habt, dann geht es natürlich darum, wie effektiv ihr in der Postproduktion arbeitet, wie ihr das schneidet und wie ihr die Story dann zu dem, was ihr besprochen habt, das Bildmaterial dann im fertigen Schnitt dann wirklich auch gut erzählen könnt. Und genau darum geht es im nächsten Video. Also einschalten, nicht vergessen. Bis dahin, Leute. Ciao.